rausgeworfen? Oh, das würde euch gefallen, nicht wahr? Es breche mir das Herz. Olivier, wäre ich nicht hier, wer würde dann eure Arbeit tun? Geh und striegel die Pferde, Bursche. An die Arbeit. Certainement, Monsieur. Sire, sire de la serre, wartet! Nom de Dieu! Was gibt es, mon ami? Ein Brief für Sire de la Serre. Er ist dringend. Oh, immer ruhig, Blut, Perrault. Der Brief wird Monsieur de la Serre auch nicht schneller erreichen, wenn ihr vor Erschöpfung tot umfallt. Gebt ihn mir. Ich hole ihn ein. Er muss ihn heute noch lesen. Es ist äußerst... Äußerst dringend, ja. Das sagtet ihr bereits. Er wird ihn bekommen. Und damit herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Unity. Wir müssen hier jetzt den Brief bekommen und wir sollen hier hochklettern, anstatt außen rum zu gehen, okay. So. Verdammt, macht langsam! Okay, das war gerade ein Megasprung, den wir hier drauf haben. Ich habe übrigens am Anfang vergessen zu synchronisieren jetzt bei der Folge hier. Je nachdem, wenn ich das jetzt am Ende vergessen sollte, kann es gut sein, dass die Folge unsynchron wird. Ein kleines bisschen. Falls das der Fall sein sollte, seid mir nicht böse. Und wir versuchen, die noch einzuholen. Ich frage mich, was die kleinen Vierecke daneben bedeuten sollen. So, wir springen hier einfach mal runter. Ich muss mal mit auf den Untertitel achten. Die reden hier so viel Französisch, dass ich auch verstehe, was der hier immer sagt. So. Okay, haben wir eingeholt. Falsche Kutsche. Okay, das ist jetzt ziemlich scheiße. Ah, ich sehe schon, jetzt werden wir hier die Aussichtspunkte wieder kennenlernen, um die Map zu synchronisieren. Okay. Gehen wir mal hier hoch. Haben wir eigentlich eine Waffe? Und wenn ja, wie wählt man die aus? Okay, hier so kann man irgendwie Heiltränke. Ach du Scheiße, können wir hier viele Waffen auswählen. Wenn das denn das Waffenauswahlmenü ist. Könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. So, okay, wir laufen hier einfach mal lang. Sprinten hier ein bisschen was über die Dächer und jetzt bitte wieder runter. Nein, geh runter. Okay, fallen lassen. So. Ach, hier ist ja schon die Kirsche. Ich bin auch schlau. Ich hätte jetzt einfach über das Seil laufen können. Und das ist auch, muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen, dass man hier immer X drücken muss. Warte, ich muss mal ganz kurz was gucken. Ob man hier auch, wenn ich jetzt so gegenlaufe, klettert der nicht hoch, wenn ich Kreis drücke. Okay, man muss also tatsächlich mit X. X ist also jetzt aufwärts und Kreis ist abwärts, Parcours. Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, kann auch sein, dass sich ändert, je nachdem, ob man gerade am Klettern ist oder nicht. Und es kann gut sein, dass jetzt gerade mein Hund im Hintergrund bellen hört. Sollte jetzt aber wieder aufhören. So, zur Kirschspitze gehen. Wir sind gleich da. Ich freue mich bei den Spielen immer, wenn ich endlich ein Assassin bin. Wenn ich endlich die versteckten Klingen und so habe und losschnetzeln kann. So wie es aussieht, sind wir bis jetzt nur in so einem kleinen Dörfchen. Glaubt man kaum, dass hier wirklich wichtige Personen leben. Hier ist einfach nur so kleine Häuschen, da hinten alles Land, und dann hier einfach ein so eine fette Villa. Oder irgendein Gerichtssaal oder sowas. Wir synchronisieren mal. Da sehen wir nochmal die ganze Welt, das Dorf. Ich will gar nicht wissen, wie viel Arbeit das war, hier diese Maps zu erstellen. Vor allem, weil wirklich jedes Haus jetzt da in dem Dorf fast... Ja, fast jedes Haus sieht anders aus. Ich selber habe ja auch schon mal probiert, ein paar Spiele zu erstellen.
Allerdings, ja, waren das nie so wirklich gut. Okay, was hier jetzt? L nach vorne, R2 Kreis. Okay, ach, da unten, okay. Wieso denn jetzt Kreis? Wegen da unten oder was? Okay, die Steuerung ist ziemlich kompliziert. So, warte, ich gucke jetzt mal ganz kurz. Parcours abwärts ist Kreis. Okay, aufwärts. Okay, das heißt so. Okay, gut, das ist aber auch geil gemacht, dass der jetzt so dann schneller runterspringt. So, was das? Drückst die Trägung Adler, um einzelne Wachen der Umgebung zu lokalisieren. Okay. Gehen Sie durch die Menschen, um unbemerkt an den Wachen vorbeizukommen. Okay. So, ich habe mir auch bei Let's Play Together schon mal angehört, dass dieser Kreis, der so um einen rum ist, heißt, dass man halt in der Menge nicht gesehen wird. So, gut, jetzt die Frage, wohin? Ich würde sagen, hier mal schnell lang. So, okay. Verdammt, ich... Okay, wir müssen unbemerkt reinkommen. Ich verstehe nicht, wieso sagt er nicht einfach, dass er einen wichtigen Brief für den Typen hat? Okay. So, dann gehe ich jetzt mal vorsichtig hier lang. Wenn die mich vorbeilassen. Das werdet ihr auch später in der Welt noch sehen. Hier ist wirklich sehr viel mit so... Okay, komm, schnell, 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 schnell. Okay, ich bleib hier einfach mal stehen. Ich hoffe, die finden mich hier nicht. Okay, gut, wir haben Glück gehabt. So, okay. So, gut, der geht wieder weg. Ich denke mal, jetzt sollte es relativ einfach sein. Hier einfach so lang. Ja, das sollte kein Problem sein, wenn wir hier durchkommen durch die Menschenmassen. Ich schaue mal ganz kurz, ob ich auch aufnehme. Das wäre nämlich nicht sehr unvorteilhaft. Okay, gut, den Ton nehme ich auch auf, das ist gut. So, dann gehen wir hier mal weiter. So, wohin müssen wir ihn jetzt? Die untere Galerie finden. Oh, verdammt, da vorne ist eine Waffe. Eine Wache. Meine ich natürlich. Okay, hier kommen wir, würde ich sagen, nicht lang. Wir müssen... Okay, ich mach mal kurz Adlerauge, dass wir die Waren hier wieder sehen. Sehr gut, okay, ich sehe schon, wo wir jetzt hin müssen. Komm, beeil dich. Es reicht fort. So, gut, hier mal in Deckung gehen. Okay, ich hoffe, wir kommen hier jetzt schnell rein. Gut, haben Glück gehabt. Und hier drinnen sind natürlich keinerlei Wachen. So, gut, hier sind aber noch ein paar Schatztruhen versteckt. Da können wir öffnen. Was ist denn hier? Die Truhe ist wahrscheinlich dann oben. Ich gehe mal einfach nur ganz kurz gucken. Um das auch mal zum gemacht zu haben. Hier blinkt sie schon. So, okay. Wie öffnet man die mit Kreis? Der öffnet die jetzt auch ein bisschen vorsichtiger als in Assassin's Creed 4. Da tritt er die Truhen ja einfach fröhlich mit dem Fuß auf. So, wir gehen mal hier runter. Zu der Tür und geben den Brief, hoffe ich mal, ab. Ich will nämlich endlich ein Assassine sein. Okay, die untere Galerie finden haben wir abgeschlossen. De La Sœur finden. Okay, ich hoffe, ich glaube, ich habe den Namen diesmal sogar richtig ausgesprochen. Waffe ziehen. Steht da, können wir aber nicht. Wäre auch ziemlich blöd, wenn wir es jetzt hier in der Menschenmenge machen würden. So, okay, Adlerauge, ich denke mal, damit können wir den finden. Okay, da ist eine Wache. Da ist auch eine Wache. Okay, ich habe keine Ahnung, wie wir den hier finden sollen. Das Adler markiert auch hier Ziele in der Nähe, okay. Okay, nochmal, ich guck mal ganz kurz. So, jetzt können wir nochmal hier.
Nein, hier ist nichts. Okay, komm, dann gehe ich mal schnell hier hoch. Und hier oben sieht es hier anders aus. Nein, auch nicht. Okay, ich wette, die sind irgendwo hier hinten. Wir können hier aber auch kein Parcours laufen. Okay, mal gucken, kommt man hier irgendwo rein? Nein. Okay, die müssen schon irgendwo hier in der Menge stehen. Und ich schätze mal, dass sie auch da unten drin stehen. Ich glaube, da unten in dem gestrichelten Bereich oder hier hinten, das könnte natürlich auch sein. Da habe ich jetzt vorhin nicht geguckt. Ich habe keine Ahnung, wo die hier sein sollen. Sieht man hier irgendwo eine Frau oder so? Ach, da, okay. Und ich spüre deutlich. Ach nee, okay, ich dem Hut, ich dachte gerade. Die müssen mir gefolgt sein. Denn bereits jetzt haben die ersten beiden Stände erklärt. So, okay, jetzt müssen wir da hochgehen. So, okay, wir beeilen uns mal, ehe die Typen uns nachher noch einholen. So, okay, wir laufen schnell. Wir gehen nicht, wir laufen. Eigentlich müsste er auch bewegen stehen. Zu den meisten Sachen muss man ja hinklettern. Tja. Und wer oder was übernimmt dann? Ein neuer König? Ein Rat aus fähigen Männern? Das ist die Frage, nicht wahr? Eine Waffenruhe. Worum bitte ging es da bloß? Ich frage mich auch, was für Ideen die kommen. Oder meint ihr nicht? Einfach in so einem Gerichtssaal. Ich kann schon nicht sprechen. Ich will denen immer zuhören, während die reden. So, okay, dann komm. Komm, greif an. Die Takedowns gibt's hier jetzt auch nicht mehr. Das Spiel ist wirklich schwerer geworden. So, man muss hier nur ein bisschen was mit der Steuerung anfreunden. Dann geht das auch schon klar. So, hier kann man jetzt ja auch noch ausweichen. Okay, das Ausweichen hat viel gebracht. Zack, hier voll Skiller. Hier einfach mal so zur Seite rollen und weiter drauf schnetzeln. So, komm. Verdammt, komm. Ach, verdammt. Okay, so, zack. Das ist echt schwerer geworden. Ich verstehe jetzt, was mein Klassenkamerade hier meinte. Nicht gerade dein Tag, oder Viktor? Mit dem Kämpfen, dass das schwierig ist. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir noch ein paar Mal sterben werden. Du, Bursche, halt! Was machst du da? Weglaufen! Okay, und wir können schon wieder fliehen. Wachen. Die Wachen im Blau sind Ordnungshüter. Wenn sie jemanden in deren Sicht attackieren oder töten, werden sie die angreifen. Ach, wenn ich einen töte, okay. So, zack, Gebiet verlassen, müssen wir wieder. Gucken, kann man hier irgendwo leicht hochkommen? Hier können wir durchlaufen. Zack, zack, komm. Ich will mal da oben durchs Fenster durch. Anonym werden, okay, komm. Was machst du? Okay, gut, dann kletter halt aufs Dach drauf. Eigentlich wollte ich zwar durchs Fenster. So, okay. Gut, die Sequenz haben wir dann auch beendet. Und wohin müssen wir jetzt? Okay, halten Sie R2 halten, um zu sprinten und automatisch zu springen. Okay, ich glaube, das wissen wir schon. Um höher und weiter zu springen, um kontrolliert abzusteigen. Okay. Also das finde ich auf jeden Fall eine geile Neuerung hier mit dem Zeug. Okay, wenn wir jetzt zum Beispiel hier oben aus dem Ding draufstehen, ich hoffe, das funktioniert jetzt auch. Und jetzt mit R2 und Kreis drücken, dann geht er hier so runter und springt nicht einfach gerade in den Tod. Oder hier, wenn wir jetzt hier vom Dach runter wollen, dann macht er das so. Immer schön langsam. Dann kommt man auch schneller irgendwo runter. So, okay, und wir, ich guck mal ganz kurz. Hier öffnen wir die Map. Genau. Das ist übrigens jetzt nicht die komplette Map, ne? Das ist jetzt wahrscheinlich nur hier von dem kleinen Dorf. Wir gehen ja nachher, denke ich mal, nach Paris. Oder Notre Dame. Wenn ich mich jetzt recht erinnere, auf jeden Fall gehen wir da noch zu der Kirche.
So, okay, wo ist denn hier die Mission? Sind wir da jetzt? Warte mal, Andi, da sind wir, okay. Was ist das? Oder sind wir da? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Oder das sind wir. Ich weiß es nicht, Leute. Ich laufe einfach mal dahin zu dem Ausrufezeichen. Ich finde es jetzt gerade so auf der Karte nicht. So. Die Straßen werden übrigens noch viel besiedelter, wenn wir nachher in die große Stadt kommen. So, können wir hier überhaupt Waffen ziehen? Wir können hier gar keine Waffe ziehen. Das heißt, wir können noch niemanden umbringen. Wir können nicht mal Wachen töten. Zumindest solange die uns nicht angreifen, denke ich mal. Und ich finde das echt geil. Jetzt können wir hier uns teilweise auch so in den Häusern drin bewegen. Finde ich auf jeden Fall sehr nice gemacht von denen. Da oben durchs Fenster können wir jetzt zum Beispiel auch wieder. Zack. Zack, hier hat man es gerade mit dem großen Sprung gesehen. Oder hier jetzt auch gerade wieder. Die Sprünge sind aber meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben. So, komm, zack, 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 Gas. Oh, verdammt, jetzt haben wir unsere Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit auf uns gelenkt. So, ich verspreche mich hier auch noch ziemlich oft. Hier in der Kirche waren wir schon. Ich denke mal, dass das weiße Vogelsymbol da auf der Karte immer noch heißt, dass wir den Aussichtspunkt schon, erobert haben, beziehungsweise da synchronisiert haben. So, okay, und wir sind wieder da. Und wir starten direkt mal die nächste Mission. Genau. Die Haute Volée oder so. Haute Wolle heißt es auf jeden Fall schon mal nicht. Ach so, da sieht man die Schwierigkeit. Ich nehme an, bei den Bezirken heißt es dann auch die Schwierigkeit. Schwierigkeit 1 wieder, okay. Ich denke mal, wir müssen dann auch zwischen manchen Missionen mal aufleveln, damit wir die schaffen können. Ansonsten wäre das mit der Schwierigkeit relativ sinnlos, genauso wie es in Assassin's Creed 4 war mit den Schiffen, musste man manchmal auch sein Piratenschiff noch mehr aufleveln, damit man überhaupt eine Chance gegen die anderen Schiffe hatte. Vielleicht werde ich dann etwas Zeit mit Elise verbringen. Mach dir nur keine Hoffnungen. Mademoiselle ist bei einer privaten Soiree, zu ihren Ehren, im Palast. Eine Feier? Ich bin nicht eingeladen. Die Pferde ja auch nicht. Bestimmt hat sie meine Einladung nur verlegt. Ich komme da schon rein. Den Brief müssen wir ja auch noch abgeben. Ah, wie spät ist spät? Vielleicht in einer Stunde, vielleicht in drei, vielleicht auch gar nicht. Ich hinterfrage das Kommen und Gehen meiner Herrschaft nicht. Okay, meine Lippen werden schon wieder ein bisschen trocken. Ich trinke mal ganz kurz ein Schlückchen. So, ich habe jetzt gerade auch nochmal synchronisiert. Ich hoffe, ich vergesse es nicht rauszuschneiden, ansonsten habt ihr mich gerade einfach von 1 bis 3 zählen hören. So, okay, wir gehen jetzt hier mal rein, aber wir müssen nach oben, okay. So, ich dachte, wir wollen jetzt hier auf die Feier gehen und die Party stürmen. Party hart machen hier. So, okay, was muss man hier machen? Zum Büro von Delossere gehen, okay. Ich muss mir mal irgendwie auf YouTube ein Video angucken, dass ich weiß, wie sich diese, wie die Namen alle ausgesprochen werden. Hab es nie zu Ende gelesen. Das interessiert keinen. Ich schieb ihn einfach unter der Tür durch. Er wird ihn sehen, wenn er zurück. Ach so, okay. Ich kann mir auch schon wieder denken, was da passieren wird. Er wird ihn nämlich nicht sehen und dadurch wird's dann irgendein großer Fehler gemacht, der dann Krieg auslöst oder sowas. Aber ich weiß es nicht, ich denke das alles nur. Nun denn, auf zum Palast. Und jetzt gehen wir hier Party hart machen. Ach, so würde ich selbst in der Kanalisation auffallen. Erst recht auf einem Ball. Okay, erst umziehen noch. Na komm schon, mon ami. Lass mich dir das abnehmen. Vielen Dank, junger Mann. Okay. Klamotten haben wir schon mal. Ah ja, genau, und zu dem Brief. Ich denke mal, dass dadurch dann irgendwie diese französische Revolution ausgelöst wird oder so.
Auch wenn ich mich daran nicht erinnern kann, dass wir das in der Schule mal hatten, dass da irgendwas mit einem Brief war oder sonst was. Aber wer weiß, es kann ja sein, dass es hier im Spiel anders ist. Kein Gast. Arnaud. Le Chevalier du Telem. Die Einladung, s'il vous plaît. Ah ja, ich hatte natürlich eine, aber auf dem Weg... Kein Zutritt ohne Einladung. Nun trete zur Seite. Nächster, bitte. Okay. Charles Gabriel Siver. Zwei Gäste. Oder was natürlich auch sein könnte, ist, dass der Brief, den wir dem einen Typen geben sollten, dass da eine Einladung drin war. Aber ich denke mal, das wäre unwahrscheinlich. So, die Wachen beobachten hier wieder sehr genau, wenn da der Eingang ist und wir hier einfach über den Zaun klettern. Aber ich meine, wir müssen uns nicht beschweren, wir sind reingekommen. Oh, verdammt. Okay. Ich finde es auch geil, dass man hier immer rausgeschmissen wird und nicht einfach so ein Ladescreen kommt und man dann wieder vorne anfangen kann. Ich finde das so ganz gut. So, okay, wir sind wieder drin. Und jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Es fällt mir immer sehr schwer, in Spielen langsam zu gehen. So, okay, ich klicke mal hier mitten durch. Ich denke mal, hier werden mich die Wachen weniger sehen. So, okay. Feuerwerk. Bitte alle aufrücken, danke. Okay, kein Zutritt ohne Einladung stand da gerade nochmal unten. Ich denke mal, das war so ein Fehler wieder. Und dieses haben die Typen da vorne gerade wieder gesagt. So, jetzt nur die Frage, wie wollen wir da hochklettern, ohne bemerkt zu werden? Ich sehe da so ein kleines Häuschen. Ich guck mal, ob wir da rein können. Okay, hier können wir uns verstecken. So, okay, dann klettern wir einfach mal total unauffällig hoch. So, jetzt sind wir die Wachen, ne? Die kann einfach ins Zimmer von der Gastgeberin reinklettern. Okay, hier sind Wachen. Ich hoffe, die haben uns jetzt nicht bemerkt. Zum lautlosen Bewegen L2 drücken, okay. Und die geben ein Fest. Was wird überhaupt gefeiert? Weiß nicht. Irgendeine Firmungszeremonie für de la Serres Tochter. Okay, Glück gehabt. So, was machen wir jetzt? Wie viele stehen denn da? Ich mache mal ganz kurz hier. Okay, da in der Ecke steht auch noch einer. Allerdings guckt der aus irgendeinem Grund einfach blöd gegen die Wand. So, okay, Deckung verlassen. Gucken, ob das jetzt klappt, was ich hier vorhabe. Ich hoffe, der dreht sich jetzt wieder nach rechts um. Komm schon. Ich hoffe, der dreht sich. Bitte dreh dich nach rechts um. Jetzt mach schon, bevor... Die bewegen sich übrigens total synchron. Komm schon, Mann, was... Jetzt beweg dich doch. Dreh dich um. Ich habe gleich keine Geduld mehr, Leute. Ich laufe jetzt einfach mal. Kommt mir verdächtig. Ach, verdammt. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht wieder komplett dahin laufen. Aber ich denke mal nicht. Ich denke mal, wir sind schon wieder in dem Haus oben drin. Und ich guck mal ganz kurz, dass die Folge nicht allzu lange wird. Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass wir an der Mission noch was länger sitzen. Außer es gibt hier noch irgendeinen Tipp. Was ich natürlich machen kann, ist einfach mal hier so machen. So, komm hier mal. Weiß nicht. Irgendeine Firmungszeremonie für de la Serres Tochter. So, okay, jetzt gehe ich mal hier rein. Vielleicht können wir die ja sogar ausschalten. Das wäre natürlich sehr nice. Los, genau, komm her. Da ist natürlich die Frage, können wir die auch ausschalten? Okay.
niederschlagen. Ja, komm, mach. Wieso kann er den... Ah, geht doch. Nein, jetzt hat er... Ach so, okay. So, gut, okay, plündern. Ich verstehe jetzt nicht ganz mit dem Niederschlagen, da muss ich irgendwie Kreis gedrückt halten. Ich habe keine Ahnung, wieso, okay. Wissen wir. So, jetzt ist es die Frage, wie kommen wir an dem Typen vorbei? Ach stimmt, den können wir auch einfach ausschalten. So, zack. Okay, plündern tue ich dann auch mal. Kriegen wir noch ein bisschen was Geld. So, 110. Keine Ahnung, was sein soll, Franken oder so. Ich habe keine Ahnung, wie die Währung damals war zu der Zeit. Muss ich mich auch mal schlau machen. Halte ich eigentlich sowieso mal vor. Oh, verdammt. Vor diesem Let's Play. Ja, los, komm. Okay, drücken, um die Deckung zu verlassen. Ja. So, jetzt die Frage, wohin müssen wir? Okay. Scheiß drauf, ich gehe einfach mal. Du hast mich nicht gesehen, du hast mich nicht gesehen. Komm schon, ich hoffe, ich kann ihn jetzt niederschlagen. Wieso nimmt... Ich verstehe es nicht, Leute. Kein Zutritt ohne ein... Ich verstehe einfach nicht, wieso... Hat er den jetzt nicht einfach niedergeschlagen? Ich meine, da war keine andere Wache in der Nähe. Aber okay, wie gesagt, ich muss mit der Steuerung noch ein bisschen was klarkommen. Ich hatte jetzt auch keine Lust, erstmal den Anfang komplett zu spielen. Und dann habe ich im Endeffekt keine Lust mehr auf den Anfang. Und dann... Ja, ist ja auch kacke, ne? So, okay, ich gehe jetzt einfach mal. Der eine Typ guckt ja eh nur an die Wand. So, dann mache ich jetzt einfach mal so. Der merkt doch mir eh nichts. Der sieht uns natürlich nicht. Finde ich auch geil. Wenn wir jetzt loslassen, ja okay, gut. Okay, ich wollte es nur mal ausprobieren. Wenn wir Kreis also wieder loslassen, dann lässt er den Gegner auch wieder los. Einfach nur so. Wenn, dann probiere ich es jetzt lieber direkt hier am Anfang aus. So, okay, dann machen wir das jetzt schnell. Dann kommen wir wieder zu der einen Person da hinten. Die eigentlich ja kein Problem sein sollte. So, okay, wir gehen hier mal leise. Ich finde das auf jeden Fall um einiges besser mit der Steuerung hier. Vorher konntest du ja nicht so schleichen, da musst du dann in hohe Büsche gehen oder sowas, was da geschlichen ist. Ich glaube, die gibt's jetzt gar nicht mehr. Ja, natürlich, komm, Alter, willst du mich verarschen? Der Typ steht die ganze Zeit an der Wand. Macht nix, dann gehe ich da rein, tool den Typen weg und der dreht sich natürlich um. Ja, nee. Okay, ich mach's jetzt einfach schnell wieder auf die alte Taktik. Die Folge geht jetzt auch schon wieder fast 30 Minuten. So, einfach mal hier ein bisschen was lang sprinten. So, dass der uns da hinten sieht. Ja, los, komm, geh rein, Alter. Willst du mich verarschen? Ja, gehst du jetzt wohl da rein? Boah, meine Fresse. Nein, Alter. ETF, wo ist jetzt die Wache hin? Okay, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Die hat sich wieder dahin teleportiert. Okay, das Spiel ist auf jeden Fall noch verbuggt. Mann, jetzt kommt schon, Leute. Können die nicht mehr ihren faulen Hintern bewegen, Junge? Ach, mir egal, ja, super, Alter. Ihr macht eure Arbeit ja super. Beste Soldaten, die ich jemals gesehen habe. Genau, kommt der da hinten, der soll mich sehen. Genau, so ist gut, okay. Gut, der kommt hier hin. Jetzt geh da rein. Geh da rein, Alter. Willst du mich verarschen? Alter. Okay, Leute. So langsam kriege ich echt, ich verstehe es nicht. Muss ich Kreis drücken oder was, damit der da reingeht? Das kann natürlich auch sein, aber musste ich vorher nicht. Deshalb bin ich jetzt gerade ein bisschen was verwirrt. So, komm, ich probiere es jetzt einfach mal aus gerade. So, jetzt geht der einfach so rein, okay. Jetzt stehe ich hier, drücke in Deckung gehen.
Nee, der hat echt Probleme teilweise da reinzugehen, okay. Der dritte Stand begehrt auf und die geben ein Fest. Ja, okay, habe ich gemacht. Ich warte jetzt mal, ob sich der Typ da vorne umdreht. Okay, komm, schnell. Nein, ihr wollt mich doch verarschen, okay. Zum Glück habe ich den anderen Controller direkt hier liegen. So, okay. Ich schleiche mich jetzt mal schnell vorbei. Komm schon, zack, gib Gas. Ach, geil, okay, wir haben es geschafft. Einfach mal durch. Gehuscht hier gerade. Oh, verdammt. Ich habe jetzt Angst, dass der Typ hier langkommt. Okay, tut aber offensichtlich nicht. Ich mache mal ganz kurz Adlerauge. Dass wir den hier auf der Karte haben. Wenn der jetzt hier hinkommt. Okay, nein, gut. Okay, so. Ich bin gerade überlegen, sollen wir jetzt Versteck verlassen, mal kurz. Den einfach ermorden. Nein, okay, der dreht wieder zu schnell um. Werde ich jetzt machen, wenn er wieder darüber geht. So, muss ich dann schnell sein. Okay, Deckung verlassen. So, zack, komm. Schnell. So, okay. Den haben wir dann auch. Ich sehe gerade, da vorne steht auch noch einer. Ich hoffe, der sieht die Leiche nicht. Hier stand doch gerade was vom Wegziehen. An die Waffe ziehen. Das will ich nicht. Ich mache mal ganz kurz Adlerauge. Da vorne steht die nächste Wache erst, okay. So, da können wir uns wieder verstecken. Da geht's raus. Okay, ich gucke nochmal ganz kurz. Das ist wirklich die einzige Wache hier in dem ganzen Raum. Sieht tatsächlich so aus. Ich habe jetzt Angst, dass sie sich wieder bewegt gleich. Ist endlich Schichtwechsel? Natürlich bewegt sie sich. Komm, schnell. Bitte, dreh dich nicht. Nein, jetzt. Verdammt, Alter. Verdammt, willst du mich verarschen? Okay, warte, komm. Ich hocke mich jetzt erstmal hier hin. Und warte mal ab, was die Wache macht. Lieber warte ich jetzt hier eine Minute, das Ganze nochmal zu spielen. Sieh dir den an. Bestimmt kosten die Schuhe mehr, als ich an Miete zahle. Okay, gut, der lehnt sich jetzt hier genau vor den Tisch, wo wir gerade stehen. Das will ich glaube, wir kommen hier auch nicht durch zwischen den Tischen. Also zumindest hier vorne kam ich jetzt gerade nicht durch. Probier es jetzt nochmal flott. Okay, gut, Glück gehabt. So, zack. Den auch schnell wegholen. Ich weiß auch gar nicht, ob das so sein soll, dass wir die schon so leise ausschalten sollen. Weil gesagt wurde mir das ja jetzt noch nicht in einem Tutorial, beziehungsweise in so einem kleinen Text. Das habe ich ja jetzt einfach so mal gemacht, weil es halt stand. So, okay, jetzt die Frage, wohin müssen wir? Hierhin? Sperrgebiet betreten. Ja, wohin müssen wir denn jetzt? Elise finden. Hier ist so ein grüner Bereich. Ich habe keine Ahnung, ob wir da durch sollen. Ach hier, okay. Hier aus dem Fenster raus. Okay. Da ist mein Herz gerade kurz stehen geblieben. Ich dachte gerade, der du da oben! Geht jetzt, springt da jetzt komplett runter. Lass mich ein, wenn ich das tue? Was? Natürlich nicht. Nun denn, wenn es keinen Unterschied macht. Dann bleib ich lieber hier. Nein, du. Kommst her. Okay. Der Typ verarscht ein bisschen die Wachen. Ich sehe euch dann im Garten, ja? Natürlich. So, okay. Jetzt müssen wir Elise finden. Ich denke mal, die ist hier irgendwo im grünen Bereich. Mal schauen, wie die jetzt aussieht. Ich denke zumindest, dass das kleine Mädchen ist, was wir am Anfang des Let's Plays gefunden haben. In der allerersten Folge. Beziehungsweise in der vorherigen Folge. Und wir haben uns jetzt einfach mal eine Braut geschnappt und tanzen jetzt hier ein bisschen mit der. Und ich sehe sie da schon in der Mitte. Da ist sie.
Okay, ja, das ist das Mädchen. Oh, da hat's einen Korb gekriegt. Okay, wir müssen jetzt einfach folgen. Ich laufe mal nicht. Ich denke nicht, dass wir das müssen. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht wieder einen Apfel klauen. Dafür sind wir nämlich allmählich zu alt. So, was mich jetzt so ein bisschen wundert, ist, wieso die Leute draußen alle standen. Ich dachte, dass draußen wäre die Party. Hat mich auch schon ein bisschen gewundert, weil das sah mir so nach so einer Gartenparty aus. Aber ich frage mich echt, ob die so lange Schlange standen da draußen noch, um hier reinzukommen. So, gut, wir folgen ihr hier mal. Ich denke, jetzt müssen wir laufen. Hallo, will der nicht laufen? Ich meine, die ist auch gelaufen. Okay, gut, es geht hier auf den Balkon raus. Oder? Nein, ist kein Balkon. Du hast einen ganz schönen Aufruhr verursacht. Was soll ich dazu sagen? Du warst stets ein schlechter Einfluss. Und du warst noch schlechter. Trägst du etwa einen Anzug meines Vaters? Trägst du etwa ein Kleid? Fang bloß nicht an. Ich fühle mich wie eine Mumie in diesem Ding. Muss ein wichtiger Anlass sein, wenn du dich so rausputzt. So ist das nicht. Ganz ehrlich, es geht nur um Zeremonie und Worthülsen. Ermüdend. Nun, wenn du mich nicht zu deinen Feiern einlädst, leiden alle darunter. Ich wollte ja, aber Vater war unnachgiebig. Dein Vater? Wer ist da drin? Uwe! Geh, ich lenke sie ab. Du wirfst mich hinaus? Es ist kompliziert. Hey, die heimliche Liebe hier. Fenster raus. Oh, nein, 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 nein. Das wird nicht wieder so laufen wie damals im Apfelhain. Sei nicht so ein Kleinkind. Dieses Mal gibt es ganz sicher keine Wachhunde. Los! Okay, wir haben anscheinend ziemlich oft Scheiße gebaut hier. Oh je, das war gar nicht das Billardzimmer, oder? Wir verfolgen einen Langfinger, Mademoiselle de la Fer. Okay, wir müssen darüber gehen, aber ich denke mal runter. Lautlos bewegen wieder. Okay, jetzt müssen wir uns hier wieder an den Wachen vorbeischleichen. Oh, verdammt. Okay, gut, wir haben Glück gehabt. Dreh dich bitte um. War wohl falscher Alarm. Ja, genau, das war's. Jetzt dreh dich um. Und mach deinen Job weiter. Schau gegen die Wand. Genau, das ist richtig. Scheiße, wir müssen hier gar nicht lang. Hey, komisch. Wo müssen wir denn rein? Müssen wir jetzt wirklich so nah an dem Typen vorbeigehen? Verflixt. Okay, komm. Naja, er ist ja kein Damien. So, komm jetzt schnell. Schnell, 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 schnell. Komm. Zack, okay, gut. Ich hoffe, der andere kommt jetzt nicht gerade in den Raum reinmarschiert. Verdammt, okay, den kriegen wir da hinten nicht mehr markiert. Mal gucken, ob wir ihn jetzt hier markiert kriegen. Ja, gut, okay. Da stehen zwei Wachen wieder, aber die andere ist in einem anderen Raum. Gucken, kriegen wir den hier so weggeholt. Machen hier wieder einen super Job mit dem gegen die Wand gucken und Bilder bestaunen. Das können die Wachen hier ganz gut. Und ich sehe schon, da vorne stehen zwei Wachen. Kotzt mir heute noch ein reicher Schnösel auf die Schuhe. Okay, oder dich erwürgt jemand von hinten. Das kann natürlich auch passieren. Passiert gern mal auch so feiern. So, okay, mal gucken, wie sieht's hier aus. Oh, verdammt. Scheiße, 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 scheiße. Ich frage mich, ob wir da hinkommen. Ich denke mal, die werden mich sehen. Ich probiere es mal. Nein, wir haben es geschafft. Gut. Sehr gut. Okay, dann haben wir die Mission, hoffe ich, jetzt gleich auch mal geschafft. Die Folge ist jetzt schon 40 Minuten. Ach du Kacke, okay.
Das wird eine extra lange Folge hier. Alles gut, Monsieur? Zu viel von des Königs Champagner? Monsieur? Monsieur de la Serre? Monsieur de la Serre! Gibert, kommt weg da! Wachen! Hilfe! Mörder! Das kennen wir ja auch. Okay, er hat Sire de la Serre getötet. Okay, gut. Ich beende dann hier mal die Folge, die heute wieder extra lang geworden ist. Ja, 40 Minuten. Ich hoffe, die nächsten werden nicht mehr so lange. Und die Missionen sind auf jeden Fall schwerer als in anderen Assassin's Creed. Ansonsten, falls das so schwer bleibt, muss ich die Cutscene, beziehungsweise muss ich einfach mal in einer Mission einen Cut setzen, auch wenn ich das nur ungern mache natürlich. Die Herausforderung haben wir auch noch geschafft. Und ich würde sagen, ich beende dann die Aufgabe. Die Aufgabe, Mensch, ich habe aber auch hier heute Versprecher ohne Ende. Die Folge, die mittlerweile schon 41 Minuten geht. Wenn sie dir gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Weil ich denke mal, ich will jetzt so dem Let's Play maximal auf, sagen wir mal, 40 Folgen halten. Weil ansonsten würde ich extremst lange vorproduzieren. Okay, und wir sind schon erwachsen.